Willkommen zurück im Vegan Podcast. Was vermisst du am meisten als Veganer? Bei uns ist es definitiv der leckere Käse. Ja, selbst Veganer wollen nicht auf guten Käse verzichten. Und somit gibt es natürlich jetzt auch die beste Möglichkeit, wie du selbst Käse aus Cashews machen kannst. Und das mit nur 3 bis 4 Zutaten. In weniger als 2 Tagen kannst du deinen eigenen veganen Frischkäse machen oder in weniger als 10 Tagen sogar einen richtig guten Camembert oder Brie. Klingt das verlockend? Wie genau das geht, erfährst du in unserem neuesten verlinkten Blogartikel zum Thema Cashewkäse. Und wir zeigen dir, wie es geht. Und jetzt starten wir mit dem ersten Teil des Interviews mit Mr. Brokkoli und Johannes Kettelmann. Es geht heute um die Rotlichttherapie und wie du mithilfe der veganen Ernährung und der Rotlichttherapie zu mehr Energie kommst, weniger Stress, mehr Kraft, bessere Erholung und zu jüngerem Aussehen kommst. Heute habe ich einen richtigen Bruder im Geiste vor mir, ein Gesundheitsexperte, allerdings auf einem anderen Gebiet wie die vegane Ernährung. Welches das ist, das erfährst du gleich. In diesem Podcast erfährst du nämlich die extrem krassen Vorzüge einer Rotlichttherapie, die in Zusammenhang mit, ja, letztlich Infrarot funktioniert, und du bekommst von mir dahingehend auch noch Unterstützung, wie die vegane Ernährung in Verbindung mit diesem Lifestyle-Faktor des Rotlichts und der Infrarottherapie wirkt. Plus, du bekommst letztlich alles darüber erfahren, wie du Stress reduzieren kannst, wie du Anti-Aging betreiben kannst und natürlich vor allem mehr Energie bekommen kannst, denn das brauchen wir alle. So, und deshalb habe ich Johannes Kettelhut eingeladen. Er ist von Clearlight und die machten bisher nur Infrarotsaunen und haben jetzt was richtig, richtig Tolles. Und das sagt er uns jetzt selber. Willkommen, Johannes, wie gut geht's dir, mein Lieber? Hallo Christian, mir geht's wunderbar, oder mir geht's richtig gut, wie du wahrscheinlich sagen würdest. Und ich freue mich sehr, hier zu sein, freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir und bin sehr gespannt, welche Themen wir beleuchten werden und letztendlich auch deinem Publikum da ein bisschen tolle Informationen einfach an die Hand zu geben. Absolut, du bist ja jetzt leider nicht neben mir, sondern in Hamburg sehr wahrscheinlich, in deinem Infrarotstudio, hast hinter dir eben auch ein Rotlicht da direkt dabei, ja hier, also für alle, die das Video anschauen, die können das jetzt direkt mal sehen, wenn er das Rotlicht eben auch anmacht, wie krass rot das scheint. Und wir wissen ja von der Ernährung her, was rote Stoffe, rote Substanzen bewirken können. Die haben eben ganz, ganz viele rote Farbstoffe drin, die uns resistenter machen. Und jetzt will ich von dir, lieber Johannes, hören, was hat es überhaupt mit Rotlicht und Infrarot auf sich? Was ist die Theorie dahinter? Und wie kann es vielleicht ähnlich wie bei der veganen Ernährung unsere Gesundheit optimieren? Ja, danke, mein Lieber. Ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil wir wahrscheinlich natürlich einmal so ein bisschen, ich glaube, eine kleine Aufarbeitung der gesunden Physik so ein bisschen mal durchführen müssen und uns mal kurz fragen müssen, naja, was ist denn Rotlicht? Was ist Infrarotlicht? Gibt es nicht verschiedene Infrarotbereiche? Ich habe ja, also viele Leute haben verschiedene Begriffe mal gehört und letztendlich wird das dann irgendwie Teil von so einem wortkonstrusen Mix, wo eigentlich keiner so richtig genau weiß, worum es hier eigentlich geht. Und da ist es, glaube ich, nochmal ganz spannend, dass man sich nochmal ganz kurz vor Augen führt, dass eben infrarotes Licht oder infrarote Wärme ist Teil des Lichtspektrums. Ist also zum Großteil unsichtbares Licht, aber auch zum gewissen Teil sichtbar. Und dieses Infrarot findet heutzutage ganz viele Anwendungen. Es gibt auch Infrarotthermometer, es wird in der Technik viel angewandt. Es wird bei Neugeborenen oft angewandt, wenn sie sozusagen wenn sie gerade geboren sind und eben warm gehalten werden müssen. Im Sonnenlicht haben wir es also Infrarot hat letztendlich keinen UV-Anteil. Das heißt, manchmal mixen auch Leute das durcheinander und fragen, ist das nicht krebsgefährdend oder kriege ich keinen Sonnenbrand oder werde ich dadurch nicht braun, wenn ich infrarotes Licht nutze, ist nicht so, weil es eben unsichtbares Licht ist ohne Bräunungseffekt, auch 100% sicher, das ist auch klinisch erwiesen. Und Infrarot wurde, glaube ich, bereits in den 1970ern, 80ern, vor allem in Japan eigentlich angewandt und hat, wie ich eben schon sagte, viele verschiedene Use Cases oder Nutzungsanwendungen. Und einer davon ist ja sozusagen die Infrarotsauna oder Infrarotwärmekabine, die, glaube ich, auch viele Leute schon kennen. Es ist eine Sauna, anstatt dass man aber eben heiße Luft über so einen Ofen erzeugt, hat man eben Infrarot-Heizelemente. Diese Heizelemente werden erwärmt und dann gibt die Oberfläche eine Wärmestrahlung ab. Und das ist diese
Infrarotstrahlung, die eben sehr angenehm ist. Ich sage das immer so ein bisschen, stellt euch vor, ihr liegt eigentlich jetzt im Sommer draußen auf dem Gras und ihr merkt, so wie die Sonne schön auf dem Bauch scheint und mit der Zeit fängt ihr an zu schwitzen. Das ist der Effekt eigentlich von Infrarot, vom Gefühl her. Oder ein anderes Thema ist, ihr seid vorm Kamin oder vom Lagerfeuer und ihr merkt, Mensch, diese Wärme, die ist so richtig schön muckelig, dringt vielleicht auch so ein bisschen in meinen Körper ein und ich merke richtig, wie mich so von innen heraus etwas erwärmt. Auch das ist Infrarot. Und da gibt es verschiedene Bereiche. Man unterscheidet das in nah-, mittel- und fernes Infrarot, im Deutschen auch ABC-Infrarot. Die sind unterschiedlich intensiv, einige haben etwas andere Wirkungsweisen, aber unterm Strich wird dieses Licht von unserem Körper absorbiert und dann primär eigentlich in Wärme umgewandelt. Das ist so dieser klassische Fall, den man in der Infrarotsonne hat. Wird viel für die Entgiftung eingesetzt, auch im Hippokrates-Institut in Florida, das du ja auch sehr gut kennst, Christian. Und das ist aber eben nur eine Anwendung von Infrarot. Und nun gehen wir so ein bisschen eher zu diesem zweiten Thema, ist eben dieses Rotlicht oder nahinfrarotes rotes Licht. Da kennen viele diese Wärmelampen von früher. Ich weiß nicht, viele kennen das, glaube ich, wenn man früher eine Nasennebenhöhlenentzündung hatte, unsere Eltern oder Großeltern. Mensch, mein Junge, setz dich mal vor diese Lampe und letztendlich wird eben die Nasennebenhöhlen im Gesicht werden so ein bisschen lockerer. Liegt eben dadurch, dass wir eine Wärme haben. Gefäße erweitern sich und es kann einfach sozusagen abfließen, weil mehr Energie dort vorhanden ist. Ist das jetzt quasi eine anti-entzündliche Eigenschaft? Könnte man so sagen. Ich glaube, in dem Fall ist es vor allem Wärme. Und Wärme führt eben dazu, dass natürlich auch dass sich sozusagen die gesamte Region entspannt, dass sich die Gefäße weitern. Von daher, ich glaube, da liegt sozusagen der Anti-Entzündungseffekt noch nicht unbedingt, weil es bisher nur Wärme ist. Ne? Also und die Wärme beeinflusst doch eben auch, wie viel Blut kommt dann letztlich wohin? Also hat es dann auch damit zu tun, dass das Blut verstärkt dort fließt und dann eben auch beitragen kann zur Gesundheit? Absolut. Also ich glaube, ein gesunder Stoffwechsel oder auch eine gesunde Erwärmung, sei es eben ein nice Wannenbad, so ein Entgiftungsbad oder eine Sauna, führt eigentlich immer dazu, dass sich die Körpertemperatur erhöht. Und damit hast du eigentlich, wie du schon richtig sagtest, hast du eine erhöhte Herzfrequenz, du hast sozusagen eine Steigerung der Körpertemperatur, du hast einen erhöhten Sauerstoff- und Blutfluss und das ist eigentlich wirklich wie so ein kleiner Workout. Das ist aber vor allem der Effekt eigentlich in der Infrarotsauna, wo du wirklich eine ganz körperliche Erwärmung hast. Und bei diesen Rotlichtlampen ist es eigentlich so, dass man eben eine gewisse Körperregion bestrahlen möchte. Und jetzt würde ich ganz gerne so diese Überbrückung zu dieser Nahinfrarot-Rotlichttherapie eigentlich mal schaffen, weil da hat man einen etwas anderen Effekt. Und zwar ist das auch etwas technischer. Man spricht dort auch im Englischen oder auch im Deutschen spricht man da über die Photobiomodulation. Das heißt, wir haben Photonen oder auch Licht und die bewirken irgendeinen Effekt letztendlich bei uns im Körper. Und dieser Effekt wird vor allem von dieser neuartigen Rotlichttherapie ausgeübt. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Bereiche. Wir haben nahinfrarotes Licht in einem ganz bestimmten Wellenlängenbereich und wir haben rotes Licht ebenfalls in einem ganz bestimmten Wellenlängenbereich. Und diese Lampe wird nicht richtig warm. Es ist nicht wie so eine schöne Rotlichtlampe, die sozusagen auf dein Gesicht packst und du merkst so richtig, boah, ich kriege einen heißen Kopf, so nach dem Motto, sondern das ist eine Lichttherapie. Für alle, die das eben im Video gesehen haben, wenn ich diese Rotlichttherapie anmache, die ist wahnsinnig hell und intensiv. Und der Effekt ist eben der, dass wir dieses rote Licht und das Nahinfrarot in Intensität auf diesen Körper scheinen. Und dann findet der Effekt der Photobiomodulation statt. Das heißt, wir schaffen es, die Mitochondrien im Körper zu einer gesteigerten ATP-Produktion zu bewegen. Mitochondrien kann man so ein bisschen als Kraftwerke des menschlichen Körpers sehen. Wenn ich gesunde Mitochondrien habe, habe ich mehr Energie. Und diese Mitochondrien produzieren ATP, Adenin-Triphosphat, kann man so ein bisschen als Treibstoff des Körpers sehen. Das heißt, wenn ich natürlich ein energetisches oder wenn ich viel Energie haben möchte, weil ich irgendwie Athlet bin, ne? Wir reden ja hier auch über vegane Athleten, oder aber natürlich auch, wenn ich im Alltag vielleicht etwas mehr Licht, mehr Energie haben möchte, dann kann diese Form der Rotlichttherapie mit Bezug auf Photobiomodulation eigentlich zu einer mitochondrialen Energiesteigerung führen. So, jetzt haben wir, glaube ich, den Theorie-Timer abgehakt, weil das müsste einmal mal ganz kurz aufgearbeitet werden. Der ist ja auch super, weil über Mitochondrien wird ja viel gesprochen und viele wissen gar nicht so richtig, was es damit auf sich hat. Und du hast es jetzt sehr, sehr schön erklärt und dass eben dadurch eben auch die ATP-Produktion angeregt wird. Also ganz einfach laienhaft erklärt ist, wenn die Mitochondrien gut funktionieren, die ja nicht umsonst die Kraftwerke der Zellen heißen, dann haben wir eben auch viel Energie. Und jetzt haben wir quasi damit auch schon die Frage beantwortet, warum jetzt quasi dieses rote Licht in dieser Aurora mehr Energie erzeugt, weil es eben diese ATP-Produktion in den Mitochondrien anregt. Und wir können natürlich auch auf der Ernährungsart und Weise etwas für die Mitochondrien
wirkungsweise tun. Also die lieben ja sekundäre Pflanzenstoffe, ne, aus vor allem Obst und Gemüse. Damit werden die Mitochondrien eben auch belebt. Aber auch wenn du natürlich Kohlenhydrate relativ gut vermeidest, leben die Mitochondrien länger. Denn sie können dann hauptsächlich Fett statt Glucose verbrennen. Das wäre dann, wenn wir in eine Art ketogene Diät gehen, was ja eben auch sehr, sehr viele Biohacker dann eben auch nutzen. Und ganz, ganz wichtig, Resveratrol, ne, wenn es weiterhin um die Ernährung geht, was wir aus Traubenkernen oder auch Trauben erkennen. Genau, im Ernährungsbereich neben dem Biohacker-Bereich, da spielt natürlich dann eben auch noch das Resveratrol eine Rolle, was ja hauptsächlich in Trauben und Traubenkernen als OPC, auch als Nahrungsergänzungsmittel verkauft wird. Auch das kann die Mitochondrienproduktion von ATP steigern. Ja, du, liebe Johannes, du hast es angesprochen, Athleten nutzen auch häufiger die Vorteile von Rotlichttherapie. Inwieweit kannst du uns denn da aus deiner Erfahrung ja letztlich berichten, wie Athleten oder jeder Mensch über diese gesteigerte Energie dann profitieren kann? Hast du da gewisse Erfahrungswerte auch schon? Ja, auf jeden Fall. Also das Schöne ist eben, dass dieses Produkt sehr, sehr gut erforscht ist oder vor allem auch die Technologie. Das heißt, wir haben hier eigentlich über 10, 15, 20 Jahre wirklich an Forschungsstudien vorhanden, teilweise an die 500, 600, natürlich zum Großteil auf Englisch. Da arbeiten wir jetzt natürlich im deutschen Markt dran, dass wir die so ein bisschen mehr, ne, auch mal übersetzt kriegen, zusammengefasst kriegen, dass man so ein bisschen auch diese Bedeutung des wissenschaftlichen Erfolges hier auch mal für die Dachregion so ein bisschen teilen kann. Und dadurch ist es eigentlich sehr einfach, weil man sich sehr viele positive Beispiele heraussuchen kann, wo sozusagen die Wirkweise von der Rotlichttherapie in irgendeiner Weise einen Vorteil bringt. Und du hast es gerade angesprochen, besonders Athleten, Profisportler oder generell Leistungsträger haben natürlich einen enormen Anreiz, ich sag mal, gut zu performen oder aber auch sich gut zu erholen. Also das eine ist ja wirklich mehr Leistungssteigerung, sei es beim Dauerlauf, sei es im Basketballspiel, bei Gewichten. Das andere ist aber natürlich auch eine Verkürzung der Recovery, also der Erholungsphase. Weil jeder Mensch, kennt ihr selber, wenn ihr Muskelkater habt, naja, dann brauche ich eben 1, 2, 3 Tage wahrscheinlich, um wieder klarzukommen. Und da ist es eben so, dass diese Steigerung von ATP, Adenin-Triphosphat, eben auf zellulärer Ebene eine ganze Reihe an positiven Effekten vor allem für die Muskeln mit sich bringt. Das heißt, wir haben besonders dann, wenn wir, ich sage jetzt mal, Muskelkater am Bein haben und dann eben auch diese Rotlichttherapie oder das Bein mit der Rotlichttherapie bescheinen, dann haben wir ja in diesem Bereich des Körpers eine Energiesteigerung. Also wir haben mehr ATP verfügbar. Dadurch funktionieren die Zellen tendenziell etwas besser. Sie haben mehr Energie, um die Prozesse, die sie sowieso durchführen, noch besser durchführen zu können. Und das ist natürlich besonders dann, wenn der Muskel angeschlagen ist, besonders spannend, weil wir dann natürlich eine gesteigerte Erholungsphase der Zellen haben. Wir haben eine gesteigerte Blutzufuhr, Sauerstoffzufuhr. Und das hat einfach vor allem in Studien dafür gezeigt, dass wir sowohl zum Beispiel eine Steigerung von Muskelmasse haben unter regelmäßiger Bestrahlung. Also wenn jemand sowieso, ich sage jetzt mal, irgendwie seinen Oberarm wachsen möchte, seinen Bizep-Curl macht und dann aber natürlich dieses ATP anwendet, dass sowohl die Regenerationszeit runtergeht, aber letztendlich auch prozentual gesehen mehr Muskelmasse gewachsen ist bei regelmäßiger Anwendung von dieser Rotlichttherapie. Und das zieht sich, also die Studien ziehen sich wirklich durch. Es geht um Grip Strength, also wenn jemand jetzt wirklich an so einer Klimmzugstange oder mit Hanteln arbeitet. Es geht aber auch Dauerläufer, wo sozusagen so High-Performance-Ultramarathon-Athleten über einen Zeitraum von 4 Wochen das getestet haben und am Ende eben 15% mehr Leistungssteigerung hatten, in dem Fall an Zeit gemessen. Und dann zieht sich heutzutage zu NFL-Athleten, zu Profisportlern im Boxbereich. Wir selber haben eine ganze Reihe Athleten, die ich natürlich namentlich nicht immer nennen darf. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass diese Form der Rotlichttherapie in den nächsten Jahren noch enorm Zuwachs, vor allem im Profibereich, finden wird. Aber natürlich auch für uns Alltagsmenschen oder Otto-Normalverbraucher, weil auch wir natürlich in irgendeiner Form leisten müssen, sei es mental oder körperlich. Bewegung ist gut und toll, tut der Psyche und der Seele weh. Und natürlich haben wir auch da eigentlich ein Gefühl daran, dass wir den Körper energetisieren möchten. Und da ist die Rotlichttherapie eine ganz, ganz tolle Form der Therapie. Ja, definitiv. Also auch da wieder die Parallele zur Ernährung schaffen, ne? Dass ich eben den Körper nicht überlaste mit unnötigen, zum Beispiel säurehaltigen Lebensmitteln oder Lebensmittel, die sehr, sehr viel Energie in der Verdauung benötigen, weil auch das zieht uns natürlich auf der anderen Seite die Energie weg. Also nehmen wir das typische Beispiel, ein Stück Fleisch, was ja dann eben mehrere Stunden, teilweise mehrere Tage braucht, um zu verdauen. Und diese Verdauungsenergie fehlt uns ja dann in der Gesamtenergie auf den Körper betrachtet. Und hier
können wir mit Hilfe der Infrarot oder des Rotlicht dann quasi eine Art, ja, wie soll ich sagen, eine Art Joker ziehen, wenn ich jetzt halt wenig Zeit habe zu regenerieren und mehr Energie zur Verfügung haben möchte. Beispielsweise, ich bin 8 Stunden Radrennen gefahren. Dann muss ich natürlich danach was essen, das heißt, ich brauche Energie für die Verdauung und kann aber dann gleichzeitig die Rotlichttherapie anwenden und dadurch quasi wie so ein Joker die trotzdem die Erholung der Zellen und die Steigerung der Mitochondrien bewirken. Ne? Absolut. Also ich glaube, das ist eben, es ist eine ganz spannende Sache, sich wirklich mal zu überlegen, wofür braucht der Mensch Energie und wie kann ich sozusagen natürlich diese Energie steigern. Ne? Da gehört Schlaf dazu, da gehört Ernährung dazu, aber ich glaube auch Licht und Licht im Allgemeinen, also Tageslicht, Sonnenlicht und eben diese Form der Rotlichttherapie ist natürlich jetzt eine ganz besondere Form der Lichttherapie. Aber es ist eben, glaube ich, sehr schön, dass man mittlerweile eben gezielt auch energetisch gesehen den Körper letztendlich, naja, wie so ein Superman so ein bisschen rechargen kann. Mhm. Und was mich an dieser Technologie so begeistert, ist die Wissenschaft oder das wissenschaftliche Fundament dahinter. Weil es gibt ja viele Sachen, wo man immer denkt, so, oh ja, gut, ist natürlich auch für Sales und Marketing mit dabei. Und da bin ich einfach so begeistert davon, wenn man sich mit dem Rotlichtthema oder der Rotlichttherapie mal befasst, dann wird man recht schnell eigentlich merken, wie viel fundamentales Wissen es schon gibt, aber natürlich auch, wie viel komplexer das Lichtthema Photonen, mitochondriale Energiesteigerung eigentlich noch ist und wie viel Potenzial es sozusagen auch in diesem Bereich noch gibt. Und da bin ich jetzt eigentlich sehr dankbar, dass wir sozusagen mit dieser Aurora-Rotlichttherapie jetzt mal den Einstieg wagen oder den Einstieg gemacht haben, sehr erfolgreich bisher, Feedback ist toll, weil es, glaube ich, vielen Leuten auch helfen kann. Und es ist natürlich auch nicht nur für Athleten interessant, also ich sage mal ganz gerne, wir testen natürlich auch diese Produkte immer an uns, also nicht nur ich selber, ich bin natürlich der begeisterte Biohacker, aber auch bei uns in der Firma. Das heißt, jeder Mitarbeiter in der Firma kriegt eigentlich so ein Produkt, soll es bitte mal testen und sein objektives Feedback geben. Und wir haben eben einen Kollegen bei uns, der so eine psoriatische Arthritis hat oder eben eine leichte Form von Rheuma, seit Jahren eben auf seine Rheuma-Medikamente zum Teil eingestellt ist und dann nichts anderes gemacht hat, aber eben 3 Monate lang diese Rotlichttherapie angewandt hat. Und dann wieder beim Arzt war und der konnte eigentlich ad hoc seine Rheuma-Medikation um 40% reduzieren, weil eben diese Energiesteigerung auch hormonell einen Effekt hat. Licht hat auch hormonelle Wirkung. Das heißt, wir haben eine Schilddrüsenfunktionssteigerung oder eine Stabilität der Schilddrüse. Und in dem Fall war es bei ihm sogar noch Entzündungshemd, was natürlich auch total ist und was aber auch Sinn macht, weil wenn man sich mal überlegt, oft ist ja eine Entzündung eben auch eine chronische Entzündung. Er hat auch damit zu tun, dass sozusagen nicht genug Energie in dem entzündeten Teil des Körpers ist. Oder also wir haben sozusagen zu viel Hitze oft. Und wenn man da natürlich entzündungshemmend gegenwirken kann, ist das natürlich eine tolle Sache. Und deshalb gebe ich dieses Beispiel immer ganz gerne an, weil ja, wir das nicht einfach nur verkaufen, sondern ich glaube, da steckt wirklich Fundament, Philosophie und Glaube dahinter. Und das ist bei diesem Produkt sehr schön, weil es so eine solide, fundierte wissenschaftliche Basis gibt. Was sagt denn die Wissenschaft zu dem Thema Anti-Aging? Weil das ja eben auch immer ein ganz, ganz krasses Schlagwort ist. Wir wollen alle jung bleiben und natürlich eben auch jung aussehen. Inwieweit kann da das Rotlicht überhaupt helfen? Das kann ich mir noch überhaupt nicht richtig vorstellen. Ist es einfach dadurch, dass die Haut dann besser durchblutet wird und dadurch dann natürlich dann auch wieder Schlacke besser abtransportiert werden und so weiter? Hängt das damit zusammen oder was sind da so die wissenschaftlichen Daten? Wusstest du, dass wir 3 Episoden in der Woche veröffentlichen im Vegan Podcast? Wenn du keine Episode verpassen möchtest, vor allem die neuesten News rund um die vegane Ernährung, optimale Fitness und deine strahlende Gesundheit sowie dein tolles Aussehen nicht verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Du kannst das in iTunes mit Apple Podcasts tun. Du kannst das natürlich in Google auf deinem Android-Handy tun mit Google Podcasts. Du kannst das in Spotify tun und wo auch immer du möchtest. Verlinkungen dazu findest du in den Shownotes und vor allem teile diesen Podcast mit deinen Liebsten, denn ich glaube, es ist für jeden immer mal etwas dabei. Vielen lieben Dank, dein Mr. Broccoli. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Hier noch ein kleiner Reminder. Die Informationen in diesem Podcast sind ausschließlich informativ. Sie sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden.
Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte oder Heilpraktiker. Deshalb raten wir bei medizinischen Problemen und Fragen immer ärztlichen Rat einzuholen.